Ich habe 2018 das Deutschlandstipendium von der Werner Sobik AG verliehen bekommen. Über dieses Deutschlandstipendium kam ich dann auch an ein Praktikum hier, weil es mir so gut gefallen hat. Habe ich auch gleich noch meine Masterarbeit hier geschrieben. Und weil es mir immer noch so gut gefallen hat, habe ich dann direkt danach, also seit Oktober 2019, arbeite ich hier als Festangestellte. Bei mir war es zum Beispiel auch so im Praktikum, hatte ich auch von Anfang an Verantwortung bekommen. Die Verantwortung wird auch eingefordert, aber das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, weil man auch selber Sachen so gestalten kann, wie man sich das vorstellt. Also ich denke, wichtig ist, dass wir gewillt sind, Verantwortung zu übergeben, auch früh zu übergeben, wenn wir sehen, dass jemand die Verantwortung tragen kann. Wir leben die Hierarchien hier relativ flach und bieten eben die Möglichkeit, auch sehr jungen Leuten schon viel Verantwortung zu übernehmen und ihren Weg zu machen. Wir gestalten die Vorstellungsgespräche immer so, dass wir dem Gespräch eine Struktur geben, also wir den Bewerber, die Bewerberin auch vorher über die Gesprächsstruktur informieren. Es ist immer gut, wenn nicht nur wir reden, sondern auch der Bewerber und die Bewerberin. Also wir versuchen da einfach in die Diskussion zu kommen und nicht unbedingt so eine Abfragerunde zu machen. Was macht ein gutes Gespräch aus, wenn beide Seiten danach mit einem guten Gefühl rausgehen? Es ist auch so, dass man bei uns jederzeit danach noch sich melden kann mit Fragen. Die Einstellungskriterien sind natürlich je nach Stelle total unterschiedlich. Am wichtigsten sind erstmal die fachlichen Kenntnisse, aber uns ist genauso wichtig, dass es auch vom zwischenmenschlichen Aspekt her passt und der neue Mitarbeiter dann auch gut im Team ankommen würde und auch im Unternehmen sich wohlfühlt. Mit der Einführungsveranstaltung am ersten Arbeitstag versuchen wir, die neuen Mitarbeiter immer an die Hand zu nehmen und da den Einstieg einfach ein bisschen leichter zu machen. Das machen immer ein oder zwei Mitarbeiter aus der Personalabteilung mit den wichtigsten Infos vorab. Dann folgt eine kurze Büroführung und Arbeitssicherheitsunterweisung. Und dann werden die neuen Mitarbeiter auch schon an den Betreuer im Team übergeben. Also wir sagen schon am Tag 1 im Bewerbungsgespräch, wir sind ausnahmslos an langfristigen Arbeitsverhältnissen interessiert. Hat natürlich zur Folge, dass man sich sehr um die Mitarbeiter kümmern muss, die Sorgen und Nöte versteht und den jeweiligen Lebensentwürfen auch Rechnung trägt. Das Thema Work-Life-Balance wird für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zunehmend wichtiger. Wir werden dem Ganzen auch gerecht, indem wir verschiedenste Teilzeitmodelle anbieten und auch Homeoffice möglich machen. Ich bin ab nächster Woche im Mutterschutz und dann erstmal für ein Jahr in Elternzeit und dann plane ich Ende nächstes Jahr wieder in Teilzeit einzusteigen. Ich freue mich, wenn man die Leute ins Unternehmen holt, wenn man sie aufbaut, entwickelt und wenn sie dann den Weg gehen, den man glaubt, in den Bewerbern schon beim ersten Gespräch zu sehen.